In diesem Video zum Thema Selbstständigkeit mit Drohnen Teil 3 kommen wir in die Themen Unternehmensform und eben Akquisemöglichkeiten, also Werbemöglichkeiten. Welche Kanäle kann ich nutzen, um eben meine Leistung, meine Drohneninspektion, meine Luftbildleistung und so weiter eben möglichst sinnvoll an die richtige Zielgruppe zu verkaufen. Weiter geht's nach dem Intro. In den letzten zwei Teilen zum Thema Selbstständigkeit mit Drohnen sind wir unter anderem zusammen in das Thema der Nischen reingegangen. Das heißt, was gibt es für Anwendungsbereiche, in denen ich dann eben auch sinnvoll mit meiner Drohne arbeiten kann. Und wie gesagt, jetzt gucken wir uns im ersten Block ganz kurz das Thema Unternehmensform an. Nicht extrem umfangreich, weil dann sind wir eine Stunde hier unterwegs und konzentrieren uns danach wahrscheinlich auf das spannendste Thema für die meisten von euch. Welche Kanäle kann ich wie nutzen, um sinnvoll an Kunden zu kommen? Erstmal Unternehmensform. Natürlich, ich habe zig verschiedene Unternehmensformen, egal ob jetzt einzelne Unternehmen, GmbH, eine Co-KG, im Extremfall eine AG oder was auch immer. Ich betrachte jetzt erstmal nur die zwei typischen und einfachsten Unternehmensformen, so für die meisten der KMU-Unternehmen, nämlich Einzelunternehmen und eine GmbH. Einzelunternehmen, ganz klar, die absoluten Basics werde ich nicht erklären, da bin ich als Person sozusagen dahinter, auch im Normalfall persönlich haftend, was natürlich ein Risiko ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Drohne Inspektion auf Chemieanlagen oder sowas mache, wenn es wirklich knallen sollte und die Versicherung nicht zahlt oder was auch immer, dann bin ich beim Einzelunternehmen sehr schnell als Privatperson, als Inhaber in der Haftung. Aus dem Grund gibt es natürlich die GmbHs, weil da zumindest im Normalfall die Haftung auf das Unternehmen dann beschränkt ist und ich nicht sofort als Geschäftsführer bzw. Gesellschafter hafte. Also Einzelunternehmen, definitiv das Thema Haftungsrisiko. Vorteil natürlich vom Einzelunternehmen, es ist super günstig. Das heißt, ich kann wirklich für 20 Euro oder wie viel auch immer das aktuell kostet, zu meiner Kommune gehen und das Einzelunternehmen anmelden. Habe auch eine relativ einfache Form der Überschussrechnungen und so weiter für meinen Steuerberater bzw. allgemein für meine Steuererklärung, die auch der ein oder andere auch selbst machen kann und wird. Das wird bei GmbHs und so alles komplexer. Also da habe ich natürlich auch viel höhere Kosten für Steuerberater etc., um eben da das ganze rechtliche Thema dahinter steuerrechtlich und so sauber zu fahren. Also ein Einzelunternehmen wäre definitiv eine Möglichkeit, wenn ich jetzt direkt in der Gründung bin und nicht sofort vorhabe, damit jetzt gleich Hunderttausende oder Millionen umzusetzen oder in sehr sicherheitskritischen Anwendungen zu arbeiten. Nachteil vom Einzelunternehmen ist definitiv aus meiner Sicht das Auftreten nach außen. Weil natürlich ein Kunde, dem ich ein Angebot schreibe, weil ich muss das ja entsprechend sauber auch in meinem Briefkopf und so aufführen, sieht sofort, dass das ein Einzelunternehmen und keine GmbH oder sowas ist. Das heißt, ich werde im Zweifelsfall sofort in die Schublade Kleinunternehmen jetzt in Anführungsstrichen geschoben, was bei großen Kunden schon sehr schwierig sein kann. Das heißt, ich habe ein hohes Risiko, dass ich einige große Kunden gar nicht erst bekomme, weil ich eine falsche Unternehmensform habe, weil es einfach für den Kunden zu klein, vielleicht auch dann zu unprofessionell sozusagen aussieht. Noch extremer ist natürlich die Kleinunternehmerregelung, dass ich eben, je nachdem, das ändert sich ja immer wieder, bis ungefähr 16.000 Euro pro Jahr dann eben ohne eine Umsatzsteuer dann eben ziehen zu müssen, nutzen kann. Das heißt, ich kann eben vereinfacht gesagt sozusagen netto die Angebote schreiben, muss nicht wie beim normalen Unternehmen die Umsatzsteuer draufnehmen. Ist eher interessant, wenn ich im B2C-Bereich arbeite, also an Endkunden meine Dienstleistung verkaufe, also an den kleinen Häuslebesitzer oder sowas. Für einen Industriekunden ist das erstmal vollkommen egal, weil er sowieso Mehrwertsteuerabzug bzw. Umsatzsteuerabzug berechtigt ist. Also das bringt ihm da im Normalfall keinen relevanten Vorteil. Aber bei Privatkunden und so kann das definitiv ein Argument sein, dass ich die Kleinunternehmerregelung nutze, habe ja einige Freiheiten und einfache Vereinfachungen, aber das ist halt nochmal bei großen Kunden unprofessioneller, weil ich weiß dann, dass der Typ in Anführungsstrichen unter 20.000 Euro im Jahr damit umsetzt. Das heißt, er kann, auch wenn es Geld ist natürlich, aber
auch rein aus Unternehmersicht kann er damit nichts Relevantes machen. Ich habe nicht viel Kapital zum Investieren und so weiter. Das heißt, ich würde dem Kollegen jetzt nicht meinen 8.000 € Auftrag oder sowas anvertrauen, weil ich weiß, dass ich alleine schon, mal plump gesagt, die Hälfte seines Jahresumsatzes damit ausmache und er das vielleicht gar nicht von den Ressourcen stemmen kann. Das ist die Idee des Einkäufers, wenn ich jetzt in Richtung große Unternehmen denke. Das heißt, wir gucken mal dann nochmal größere Unternehmensstufe, die auch meine Unternehmen typischerweise dann gehabt haben, beziehungsweise haben dann als GmbH, also das, was man ja sonst erstmal kennt, natürlich sehr viel höheren Aufwand. Ich habe einfach zigtausend Euro im Jahr, die ich alleine für das Thema Steuerberater und sowas im Normalfall bedenken muss und muss dafür deswegen natürlich auch ein gewisses Umsatzvolumen machen. Das macht keinen Sinn, wenn ich 10.000, 20.000 Euro im Jahr umsetze, dass davon die ganze Marge dann in Richtung Steuerrecht und Steuerberater und sowas aufgefressen wird. Das heißt, das ist dann eher sinnvoll, entweder nach der Gründungsphase sozusagen, wenn das Ganze anläuft, dass ich dann vom einzelnen Unternehmen auf eine GmbH gehe oder wenn ich von Anfang an das Ganze etwas professioneller hochziehen möchte. Aber definitiv sehr viel höhere laufende Kosten. Natürlich habe ich auch ein paar mehr Möglichkeiten mit einer GmbH, was eben komplexere Abschreibungsmethoden und so weiter angeht. Aber das ist dann steuerrechtlich. Da bin ich auch kein Steuerberater. Fragt euren Steuerberater, was jetzt da tendenziell am sinnvollsten ist. Ich wollte nur einfach so ein bisschen die Vor- und Nachteile gegenüberstellen. Und großer Vorteil GmbH ist natürlich ganz klar, dass ich einfach sehr viel professioneller auftreten kann. Und selbst wenn das Ding 20 Millionen umsetzt oder sowas, bin ich mit der GmbH als Rechtsform erstmal relativ gut unterwegs und kann damit eben auch, die Rechtsform kann damit mitwachsen. Ein Einzelunternehmen mit 20 Millionen Umsatz kenne ich persönlich nicht, aber es wäre rechtlich auch natürlich möglich. Ist aber eher selten aus Haftungsgründen. Das als kleiner Bereich zum Thema Unternehmensform, was da für dich interessant sein könnte. Wir gucken uns jetzt das Thema der Werbung an. Wie gesagt, wahrscheinlich sehr viel spannender. Bevor wir da hinkommen, wenn du Interesse am Thema A2 Drohnenführerschein hast, wir sind einer der größten Schulungseinrichtungen, online oder als Präsenzprüfung, an verschiedenen Standorten in Deutschland, dann ist oben rechts sind unsere verschiedenen Pakete verlinkt. Da machen wir auch dann, dass wir auch die Einweisung, wenn du eine Drohne bei uns bestellst, von der Mavic 3 über die Matrice-Serie und größere Drohnen, dass wir da eben auch eine persönliche Einweisung während der Schulung dann in die bestellte Drohne machen. Das heißt, du bekommst nicht einfach ein Päckchen und musst das Ding selbst vorbereiten und aufbauen, sondern wir machen alles fertig, ist alles auf dem neuesten Softwarestand, alles fertig eingestellt, machen eine Einweisung, du besuchst die Schulung und dann kannst du, wenn du jetzt frisch in dem Thema bist, mit dem Drohnenthema durchstarten. Bis hin zu unseren Spezialschulungen und Spezialangeboten, was das Thema Marketing, Social Media Marketing, Google Ads und so weiter angeht. Da haben wir verschiedene Schulungen, die wir normalerweise individuell machen. Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, hier, ich möchte gerne mal einen halben Tag zusammen mit euch eine Google Ads Kampagne aufbauen, was das alles ist, werde ich gleich erklären. Dann haben wir mit unserer Europe Media oben rechts der YouTube-Kanal verlinkt. Da siehst du auch zig verschiedene Infos und auch hoffentlich sehr spannende Sachen, wie du zum Beispiel auch LinkedIn für deine Werbung verwenden kannst. Folgt uns da auch gerne auf dem Europe Media Kanal und ansonsten haben wir natürlich auf unserer Europe-Seite da die entsprechenden Pakete, die du dir angucken kannst. Normalerweise machen wir das individuell, deswegen sind nicht so viele Standardschulungen online, sondern wir machen die Schulung immer kundenbezogen und überlegen uns zusammen das Konzept, wie wir dich bei deiner Gründung oder auch bei deinem Aufbau und Optimierung des Geschäfts optimal beraten können und unterstützen können. Weiter geht's mit dem Thema der Akquise. Die Akquise, also die Werbung für meine Dienstleistung, nehmen wir jetzt wieder das Beispiel meiner Drohneninspektion oder was auch immer ich mit der Drohne machen möchte, da gibt es mehrere Bereiche. Ich gehe nicht alle Bereiche, die es da so gibt im Bereich Werbung mit euch durch, sondern die aus meiner Sicht drei, vier wichtigsten Punkte. Nämlich, ich hätte eigentlich so gedanklich drei verschiedene Bereiche, die ich persönlich sinnvoll finde, um Neukunden zu generieren. Das erste ist, dass ich im Bereich Fachmessen, Symposien und so weiter unterwegs bin. Das heißt, es gibt für fast jede Nische, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, irgendwie einmal im Jahr das Treffen, keine Ahnung, der 50 deutschen Schornsteinbauer, die Großindustrie Schornsteine bauen. Das ist nur ein ganz kleiner Bereich, eine extreme Nische, aber die treffen sich eben alle ein, zwei Jahre in ihrem Verband typischerweise, um dann eben über die neuesten Entwicklungen im Schornsteinbau zu sprechen. Und wenn ich da eine Chance habe, weil ich eben eine Spezialdienstleistung im Bereich Schornsteinbau und Schornsteininspektion für Industrieanlagen anbiete, dort einen Vortrag zu halten,
im besten Fall sogar bezahlt oder zumindest kostenlos, oder ein bisschen Geld investiere und auf diesen Fachkongressen dann vor Ort bin, dann komme ich mit den Personen, die direkt die Entscheider sind oder zumindest sehr nah dran sind, also die technischen Leiter der Anlagen und so weiter, ins Gespräch. Oder mit den Sanierungsfirmen im Schornsteinbau, die die ganzen Kunden haben und meine Dienstleistung zusammen mit ihrer Sanierung verkaufen können. Also aus meiner Sicht, das ist eine schöne Sache für die extremen Nischen. Da sollte man sich wirklich Gedanken machen, was gibt es für Fachkongresse, Fachsymposien, welche Verbände habe ich dort und dort dann auch wirklich aktiv werden, damit ich dann dort genau meine Zielgruppe erreiche und mit denen auf Augenhöhe sprechen kann. Zweiter Punkt, relativ klar, natürlich sauberes Auftreten mit der Website und allem, was so meine Gesamt-Online-Präsenz angeht. Da gehört nicht nur die Website dazu. Wenn ich das als Zielgruppe sehe, könnte ich auch Instagram natürlich nutzen, um junge Leute zu erreichen. Könnte Facebook, ich nenne es mal, für die gesamte Altersgruppe nutzen oder aus meiner Sicht sehr gut, auch wirklich nutzbar, LinkedIn als wirklich auch Akquise-Plattform. Ich hatte es eben schon gesagt, wir haben ja die Europe Media rein für dieses Thema Beratung im Marketing, Social Media Bereich und so weiter, wo wir die Schulungen und so weiter anbieten. Wir haben jetzt oben rechts nochmal ein Video verlinkt zu dem Thema, was kannst du im Bereich LinkedIn eben machen? Also welche Optimierungspunkte habe ich? Da kann ich wirklich mit 1-2 Stunden Aufwand mit meinem LinkedIn-Profil sehr effizient, mittelfristig betrachtet zumindest, wirklich Kontakte knüpfen und natürlich auch im besten Fall Neukunden finden. Ist aus meiner Sicht eine super Sache. Ich muss etwas Zeit investieren, aber dann kostet es mich am Ende des Tages erstmal kein externes Geld. Also LinkedIn und so, neben der Website bitte nicht vergessen, ist heutzutage eigentlich fast ein Must-Have, wenn ich wirklich relevant was machen möchte. Dann ein dritter Bereich, aus meiner Sicht von vielen vielleicht mit der unterschätzte Bereich, das Thema in dem Fall Google Ads oder auch andere Ads. Es gibt auch Yahoo-Suche, Facebook-Suche, beziehungsweise Facebook-Ads und so weiter. Aber weil es einfach der Marktführer ist, spreche ich jetzt einfach von Google Ads. Früher hieß es Google AdWords für alle, die das vielleicht nicht einschätzen konnten. Also Google Ads ist ja prinzipiell, werden die meisten von euch wissen, die bezahlte Werbung bei Google. Das heißt, ich suche nach irgendeinem speziellen Thema und bekomme dann natürlich meine ganze Werbung rein, weil klar, damit verdient Google sein Geld. Ist irgendwo logisch. Aber wenn jemand jetzt nach Industrieinspektion Schornstein zum Beispiel sucht, könnte ich auf dem Fachkongress sein, wie eben gesagt. Wäre eine super Sache, könnte online sehr präsent sein oder auch insbesondere in der Startup-Phase ist es ein super spannendes Thema, Google Ads als, ich nenne es mal Akquise-Kanal zu nutzen, um das Unternehmen zu pushen. Das heißt, der Typ sucht nach Inspektion Schornstein oder sowas und dann lande ich hoffentlich in den ersten Suchergebnissen, bezahle aber natürlich pro Klick. Im Drohnenbereich, das hängt von der Nische ab, die ich begleiten möchte, sind ungefähr die Kosten pro Klick zwischen 40 Cent und knappen Euro. Kann natürlich auch mal nach oben und nach unten abweichen. Das heißt, jeder Typ sozusagen, der nach Schornsteininspektionen gesucht hat und auf meine Werbung geklickt hat, dafür bezahle ich für diesen einzelnen Klick, bezahle ich jetzt einfach gerechnet jetzt 1 Euro. Würde man erstmal sagen, oh, das ist aber teuer. Auf der anderen Seite muss man ehrlich sagen, wenn ich da genau den richtigen Kontakt erreiche von meiner Zielgruppe oder von meinem Kunden, dann ist es halt Gold wert und dann ist es auch egal, ob der es, je nach Dienstleistung, ob der es 1 oder 100 oder bei großen Projekten natürlich auch, ob der 1000 Euro gekostet hat, weil ich komme vielleicht in einen Rahmenvertrag bei irgendeinem Industrieunternehmen rein und mache jedes Jahr die Schornsteininspektion für die nächsten Jahre. Klar, das ist nicht einfach, aber das wäre eben eine Möglichkeit, dass ich über Google Ads da reinkomme. Und ich habe definitiv und ganz direkt und ganz ehrlich gesagt, fast alle meiner Unternehmen, ich habe einige über die Jahre aufgebaut, über Google Ads sehr schnell innerhalb von wenigen Monaten bzw. realistisch Jahren auf ein sehr großes, zumindest dann Millionenvolumen gebracht. Neben der Qualität und dass man den richtigen Markt und so finden muss, ist da definitiv, bin ich 100% überzeugt, ein ganz großer Faktor das Pushen mit Google Ads und auch anderen Social Media Themen und sowas gewesen. Das heißt, meine Website ist noch nicht gut gerankt. Ich habe die gerade erst vor einer Woche online gestellt, weil ich gerade meine Drohnendienstleistungen verkaufen möchte. Und dann muss ich erstmal durch diese Durststrecke der ersten Monate kommen, bis ich langsam an erste relevante Aufträge und sowas komme und dann über Mundpropaganda und so weiter das Ganze weiter getragen wird. Und um diese Durchstrecke, die kann 2 Monate sein, die kann aber auch vielleicht 2 Jahre sein bei komplexen
Industriedienstleistung, um die zu überbrücken, finde ich, eine hervorragende Möglichkeit ist, Google Ads zu nutzen. Das heißt, ich sage, ich habe jetzt, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen habe, ein paar hundert Euro monatliches Werbebudget, wo ich sage, jawohl, das investiere ich in Google AdWords, beziehungsweise in Google Ads, und bekomme dafür einige qualifizierte Anfragen pro Woche, pro Monat, pro Tag. Und kann das eben sehr gut steuern. Wenn ich jetzt eben sage, hier, meine andere Suche funktioniert jetzt super und ich habe eine sehr gute Mundpropaganda, die Leute empfehlen mich und so weiter und ich werde jetzt gerade überhaupt von Aufträgen mal ganz optimistisch betrachtet, dann haben wir einfach die Werbung dann runtergefahren und ich habe halt 0 Euro oder noch 100 Euro im Monat an Ads-Kosten. Das kann ich von einem Tag auf den nächsten Tag sofort hin und her ändern. Also ich bin komplett flexibel und auch transparent. Kann auch vor allem das sehr gut messen. Also wenn ich das mit der Website sehr gut verknüpfe, auch mit Google Analytics, das ist eben so ein Analytics-Tool, dann kann ich extrem gut messen, wann der Typ meine Anfrage oder auf meine Werbung geklickt hat, für was er sich am meisten interessiert hat, nach was er genau gesucht hat, also was wirklich seine Suchbegriffe waren, um meine Website darauf entsprechend anzupassen und zu optimieren. Also es bringt mir einige Querverbindungen und Vorteile auch, insbesondere in Richtung Optimierung meines Portfolios und meiner Website, wenn ich genau weiß, was der Kunde braucht und eben sucht. Und das gibt mir Google Ads bzw. Google Analytics zum Beispiel als Tool raus. Deswegen wäre das eine absolute Empfehlung, das auch zu nutzen. Ich werde nicht von Google bezahlt. Ganz ehrlich, die haben einen Haufen Kohle mit mir auch verdient und verdienen sie immer noch. Aber das ist einfach eine sehr gute Möglichkeit. Speziell, wenn man in der Startup-Phase ist. Später haben wir auch dann einfach die Volumina runtergefahren, unsere monatlichen Google-Kosten. Und dann kann ich das ganze Thema sehr gut pushen. Wenn ich das Ganze professioneller machen will, also schon vorhab, im Bereich paar hunderttausend Euro Jahresvolumen und so zu kommen, dann ist so extrem von der von der Nische abhängig, aber so im Drohnenbereich bräuchte ich dann so zwischen 1.000 und 2.500, 3.000 Euro monatliches Budget. Also das ist schon relevantes Geld, was man dann investieren muss oder kann, aber ich kriege auch, wenn ich es richtig angehe, einen sehr guten Mehrwert. Ich werde gleich ein, zwei Sachen noch dazu erklären, aber das, was du bitte im Hinterkopf behalten musst, das ist in meinen letzten Videos vielleicht etwas zu kurz gekommen oder ich war da einfach zu euphorisch und so weiter. Ganz klar, das Thema Selbstständigkeit mit Drohnen ist kein Kindergeburtstag oder was auch immer. Es ist genauso wie jede andere Selbstständigkeit anstrengend, da reinzukommen. Und ich brauche realistisch ein paar Jahre, bis ich wirklich sagen kann, im Normalfall, jawohl, das ist eine tolle Sache, ich kann hier alles sehr gut finanzieren. Natürlich kann es auch besser laufen. Also ich habe auch andere Unternehmen gehabt, wo wir das einfach dann auch Glück gehabt haben, wo wir nach 2 Monaten rentabel waren, obwohl wir einfach einen Haufen Investment und so weiter hatten. Aber das ist nicht der Normalfall. Das heißt, im Normalfall muss ich einige Monate, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre warten, bis ich so langsam in einer guten Fahrspur, im guten Fahrwasser bin und das Ganze halbwegs entspannt und stabil auch läuft. Das bitte ich zu beachten, also bitte seid da nicht zu blauäugig, investiert sofort euer ganzes Haus und so weiter und komm, der Typ hat gesagt, Drohne ist die Zukunft und ich gebe da jetzt Vollgas. Also natürlich, gesunder Menschenverstand, wir können dich auf jeden Fall unterstützen, was eben die Suche der richtigen Nische angeht, die passende Drohne mit Schulung, auch unseren Spezialschulungen für Vermessung und so weiter, liefern wir alles aus einer Hand. Das ist so unsere Idee, wir sind kein Online-Shop, der jetzt irgendwie 20 Cent günstiger ist oder so, sondern wir können halt wirklich die Komplettlösung liefern und begleiten unsere Kunden über die Jahre, auch wenn man frisch dabei ist beim Einstieg und Aufbau dieses neuen Geschäftsbereiches. Also das ist das, was wir auf jeden Fall gerne anbieten können. Was du im Bereich Google Ads und andere Werbemöglichkeiten beachten musst, ist insbesondere, vereinfacht gesagt, bitte verbrenne kein Geld mit nicht optimalen Keywords. Das habe ich auch am Anfang falsch gemacht, muss ich zugeben. Oder haben wir wirklich viel Geld wirklich verbrannt oder zumindest viel investiert. Es gibt bei Google Ads gibt es verschiedene Keyword-Attribute. Einfach mal danach suchen, wirst du sofort finden. Und da sollte ich dann sehr harte, also sehr enge Keyword-Attribute nutzen, damit ich eben sehr zielgerichtet meine Zielgruppe erreiche. Weil sonst wird Google, weil die Jungs wollen halt auch, oder auch die Mädels wollen auch Geld verdienen, wird halt sehr breit meine Werbung ausspielen, weil damit verdienen sie Geld. Aber das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich eigentlich den Schornsteinbauer als Kunden habe, von Industrieschornstein, ich aber den Typen bekomme, der gerade nach einem kleinen Kamin für sein Privathäuschen sucht. Das ist überhaupt nicht meine Zielgruppe, wenn ich diese Nische erreichen will. Und
Da muss ich aufpassen, dass ich eben auch sehr zielgerichtet werbe, auch vielleicht nur in meiner Region werbe. Auch was wir eigentlich immer gemacht hatten, nur zu den Tageszeiten zu werben, wo auch meine Zielgruppe online ist. Ich wende mich an die Einkäufer im Bereich Chemiekunden oder so. Die werden nicht abends um 20 Uhr da sitzen und einkaufen, weil da fällt um 16 Uhr oder 15 Uhr dann der Hammer und dann sind die Jungs und Mädels im Feierabend. Sorry für alle von euch, die in der Chemie sind, es ist einfach nur ein böses Beispiel. Natürlich ist das jetzt nicht immer so, aber ich werde seltener deine Anfrage am Sonntagnachmittag bekommen. Das ist allen klar. Und dann würde ich da erst gar nicht erst die Werbung ausspielen lassen oder zumindest mit deutlich geringeren Budgets. Also da gibt es einige Feinheiten. Was wir zum Beispiel ganz oft gemacht haben, was aus meiner Sicht echt eine super effiziente Sache ist, wenn du sagst, hier, ich finde das erstmal spannend und auch die Typen da von Europe, die sind irgendwie gar nicht mal so dumm und die haben irgendwie Ahnung von dem, was sie machen, ich hoffe es zumindest, dann können wir uns zusammensetzen, entweder online oder auch in Bielefeld oder auch an unseren anderen Standorten und können zusammen, das dauert so 3 Stunden ungefähr, also wirklich schnell und damit auch sehr günstig, zusammen eine Google Ads Kampagne aufbauen. Das heißt, du sagst, ah, ich habe jetzt echt keine Lust und keine Zeit, mich selbst reinzufuchsen und die ganzen Anfängerfehler zu machen. Dann würden wir zusammen von null auf, wir haben wirklich noch gar nichts, wir richten zusammen deine Kampagne ein, überlegen zusammen, geben auch ein paar Tipps aus unserer Erfahrung. Guck mal hier, wenn du die und die Anwendung dann bewerben willst, dann würden wir die und die Keywords empfehlen, so und so die Keywords schalten und die Budgets so und so dann verteilen auf die verschiedenen Anzeigegruppen. Das machen wir zusammen. Das heißt, du hast auf der einen Seite live gesehen, wie die Kampagne aufgebaut ist. Wir erklären dann auch, wie es gemacht wird. Also ich habe eine Schulung und am Ende des Tages, beziehungsweise Ende der 3-4 Stunden, habe ich aber auch eine Kampagne, die schon für mein Unternehmen läuft und ab morgen freigeschaltet wird. Das heißt, ich habe 2 Fliegen mit einer Klatsche erschlagen und muss nicht böse gesagt die ganze Zeit Kohle an eine Werbeagentur rausgeben, die sagt, ja, wir machen das für dich, überhaupt kein Thema, aber wir haben natürlich auch monatlich, kostet das dann jetzt 200 Euro, damit wir die Kampagne auch pflegen. Natürlich sollte man das auch pflegen, aber trotzdem könntest du das auch selbst dann machen oder zumindest, wenn es eine Agentur macht, kannst du dann halbwegs auf Augenhöhe mit denen sprechen und verstehst, was die sagen, wenn die von CPC-Optimierung und sowas sprechen, dann weißt du ungefähr, was damit gemeint ist, weil du mit uns zusammen die Kampagne komplett von null auf aufgebaut hast. Das kann ich nur anbieten. Das mache ich ehrlicherweise auch selbst oft, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht, obwohl ich als Geschäftsführer auch andere Sachen zu tun habe. Aber ich helfe dir auch dann zum Teil gerne persönlich. Das kann ich aber nicht versprechen. Ich habe natürlich auch ein paar Mitarbeiter, die es machen. Bei den großen Existenzgründerberatungen und so weiter bin ich aber normalerweise auch persönlich mit involviert, zumindest teilweise, und kann dir da auch dann sehr, sehr gerne helfen. Abonnieren, wenn noch nicht geschehen, gerne Daumen hoch, kommentier auf jeden Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel in Teil 4 zum Thema Selbstständigkeit machen sollen, welche Bereiche da dann eben für euch interessant sind oder für dich spannend sind, dann kommt vielleicht noch in Teil 4 zu ein paar Spezialthemen Selbstständigkeit mit Drohnen. Ansonsten Instagram natürlich auch gerne auf dem Schirm haben, da bleibst du immer auf dem neuesten Stand und folg, wie vorher schon gesagt, auch gerne unserem neuen Europe Media Kanal, da sehr, sehr viel Infos rein zum Thema Werbung, Google Analytics, Social Media Themen, Instagram und so weiter, wie ich das für mein Unternehmen verwenden kann. Vielen Dank, dass du so lange dabei warst, bis zum nächsten Mal.